Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch mal ein anderes Beauty-Thema angehen. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Make-up und auch Hautpflege, aber generell Beauty. Und was ich über die letzten Jahre, glaube ich, erst einmal gemacht habe, war so ein bisschen über meine Körperpflege zu sprechen. Also ich persönlich probiere am Körper gar nicht so viel mehr aus. Also bei mir ist halt wirklich so Gesicht und Dekolleté so das Maximum an Skincare, das ich betreibe. Aber natürlich gibt es Körperpflege auch ein paar Dinge, die ich so mache. Und ich habe mir gedacht, gut, wenn die Frage schon so oft kommt, immer wieder, und zwar über Jahre, dann kann ich das Thema nicht weiter hinauszögern, sondern starte gleich mal rein mit meiner kleinen Routine oder meinen Tipps für eine schöne Körperpflege. Leider habe ich derzeit in meinem Haus noch keine Badewanne, weil ich bin eigentlich so richtig der Badetyp. Also ich würde mich eine Stunde lang in die Badewanne legen und dort einfach relaxen. Aber ich habe zwei Lieblingsduschgels, mit denen ich mich einfach wasche. Und momentan sind beide einfach von Tete Sept. Duschgel ist für mich so, okay, es ist mir wirklich egal, es wird abgewaschen, es ist jetzt nicht so mega wichtig. Allerdings mag ich halt dieses Aroma und diesen Wellness-Faktor auch in der Dusche haben, nachdem ich schon jetzt momentan keine Badewanne habe, aber hoffentlich bald. Und ja, da liebe ich diese zwei hier. Das ist so ein Erkältungszeit-Tete Sept Duschgel. Ist aber nicht nur in der Erkältungszeit richtig cool, weil durch dieses Eukalyptus und Minzöl ist es einfach eine extreme refreshing Dusche verwende ich eigentlich immer morgens, also so richtig zum munter werden und erfrischend. Und das habe ich mir, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal nachgekauft, hat mir meine Schwester mal zu Weihnachten geschenkt. Ich liebe dieses Duschgel. Da hast du nämlich Sandelholz und Patchouli drinnen und das sind ja generell so Duftnuancen, die mir auch bei meinen Parfums extrem gut gefallen. Und in der Dusche mit diesem warmen Wasserdampf ist es einfach so ein Spa-Moment. Ist das das Tete Sept Regenerationsgesundheitsduschgel. Dann habe ich in der Dusche auch sehr viele Tools. Also ich bin so ein Massageduschfan. Generell die Durchblutung anzuregen, während man sich quasi wäscht, ist halt super, super praktisch. Und da habe ich einige Tools, die ich wirklich immer verwende in der Dusche. Und zwar ist es einmal so ein seltsames Seil hier. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also es ist so ein Duschpeeling-Dingsbums. Auch für den Rücken natürlich toll. Und mit dem schrubbe ich mich einfach komplett ab. Das habe ich irgendwo mal bestellt. I don't know. Andere Alternativen sind von Pasa Beauty. Mag ich auch super gerne. Gerade wenn es so um die Oberschenkel und um den Po geht. Und zwar diese Bürste hier von Pasa. Die ist so, so genial. Hat auch so ein bisschen harte Noppen mit drauf. Aber dann auch die Naturbürste. Und mit der kannst du wirklich die Blutzirkulation richtig anregen. Also gerade so eine Massage Oberschenkel und Po ist damit richtig, richtig gut. Und dann natürlich so einen kleinen Peeling-Handschuh, auch für die größeren Flächen, also gerade auch Arme, Beine, Bauch, da schrubbe ich mich dann auch mal gerne mit dem Handschuh ab, weil dieses Teil hier ist eher so für den Rücken und für die Rückseite, wenn man sich selber da hinten ja nicht so super peelen kann. Peeling oder generell dieses Durchblutungsfördern ist halt urwichtig, auch am Körper, das mache ich beim Gesicht eigentlich täglich mit meinen Fruchtsäuren und so weiter. Ich verwende allerdings auch Fruchtsäuren super gerne am Körper, vor allem gerade, wo die Haut noch etwas dünner ist, zum Beispiel im Dekolleté oder auch die Oberarme, wo man oft zu Unreinheiten zum Beispiel neigt oder oberer Rücken, ist es nicht nur dieses harsche, richtige Body Scrub, also dieses Peelen, sondern auch so ein bisschen mit Fruchtsäure, Salicylsäure hilft halt irrsinnig gut, was die Poren betrifft. Und gerade wenn man so ein bisschen Problemhaut hat, Rücken, Oberarme, Dekolleté, greife ich halt irrsinnig gerne auch auf die Booster von Beauty Mates zurück, auf den AHA Glow Booster zum Beispiel. Und noch ein Tipp, weil der bereitet die Haut auch super gut vor auf eine leichte Body-Tan-Routine. Ich verwende im Gesicht auch gerne Selbstbräune, aber damit natürlich der Rest vom Körper auch ganz gut dazu passt und gerade so Dekolleté-Bereich, Oberarme und generell die Arme und alles schön in einem Ton ist, muss ich das auch genauso vorbereiten wie meine Gesichtshaut. Und meine Gesichtshaut wird fast, ja, so 2-3 Mal die Woche auf jeden Fall fein gepeelt mit dem Fruchtsäure-Peeling, sprich auch mit dem AHA Glow Booster von Beauty Mates zum Beispiel. Den habe ich auch schon ganz, ganz oft gezeigt, ist einer meiner absoluten Lieblingsbooster von Beauty Mates. Übrigens, wer die Marke nicht kennt, weil ich zeige euch auch gleich, womit ich meinen kompletten Körper dann noch pflege nach der Dusche. Die Brand ist aus Deutschland und stellt all ihre Produkte vegan, tierversuchsfrei auch in Deutschland her. Und der sorgt dafür, dass die Haut super schön aufnahmefähig ist für Feuchtigkeit. Und wenn man zum Beispiel gerne Selbstbräuner verwendet, dann ist Feuchtigkeit und eine entschuppte, glatte Haut
der Ausgangspunkt für eine schöne Bräune. Ich habe den Selbstbräuner-Booster von Beautymates schon viele, viele Jahre in Verwendung, allerdings erst jetzt so richtig auch am Körper, weil ich wusste eigentlich nicht, dass ich den nicht nur im Gesicht verwenden kann, sondern überall. Aber es gab für mich noch kein Trägermedium. Und als Beautymates dann mit der Hyaluron Bodylotion rausgekommen ist, war ich so, ah, okay, jetzt macht Sinn. Die Bodylotion ist übrigens schon meine zweite Bottle, habe ich jetzt eh auch schon brav genutzt. Ich liebe die. Hyaluron Depot Komplex, hier habt ihr wirklich die Feuchtigkeit in der Haut gespeichert. Gerade nach dem Duschen, nach dem Baden ist die Haut super aufnahmefähig. Deshalb auch der AHA Glow Booster. Wenn du so eine verhornte Schuppenschicht zum Beispiel hier auf den Oberarmen oder am Dekolleté hast, Pickel am Dekolleté, AHA Glow Booster, die Salicylsäure, die hier hochkonzentriert drinnen ist, reinigt die Haut halt wirklich porentief. Und die Bodylotion sorgt nochmal für diesen Feuchtigkeitskick. Ich blende euch auch gleich ein, die Bodylotion mische ich nämlich einfach direkt mit ein, zwei Tropfen von dem Selbstbräuner Booster von Beautymates und damit hast du einfach eine streifenfreie, ebenmäßige Bräune, gerade wenn man halt im Vorfeld schön peelt. Ihr bekommt übrigens bei Beautymates nach wie vor einen 30% Code. Ich packe euch natürlich alles wie immer unten in die Infobox rein. Mein Code ist Vicky30, 30% auf alles. Stöbert doch gerne auf der Seite oder schaut euch auch ein paar meiner anderen Videos an. Beautymates gehört ja zu meiner fixen Routine dazu. Und dadurch, dass die Hyaluron Bodylotion jetzt endlich da ist, kann ich die coolen Booster halt auch gemischt mit der Bodylotion am Körper verwenden. Und somit habe ich das glatte, pralle, gesunde Hautgefühl. Und natürlich zusätzlich ein bisschen Bräune, wenn man das möchte. So viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Also wirklich, Duschen ist für mich Wellness. Da muss einfach alles auch gut duften. Was ist eure Körperpflegeroutine? Schreibt mal unten rein. Habt ihr so ein paar Duschgel-Favorites? Ich bin ja immer auf der Suche nach richtig gut duftenden, coolen Duschgels. Was die Körperpflege und alles, was drauf bleibt auf der Haut betrifft, bitte keine Duftstoffe. Da bin ich echt der Fan. Alles, was abgewaschen wird, kann von mir aus duften. Aber alles, was auf der Haut bleibt, da gibt es dann Parfum. Also wirklich Körpercremen, auch die Beautymates Körpercreme und generell die Beautymates Produkte sind alle duftstofffrei. Ist mir super, super wichtig, nur dieser Tipp noch gleich am Rande und ich freue mich von euch zu lesen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, alles Liebe!